Johannes, grüß dich. Toll, dass das klappt mit dem gemeinsamen Gespräch, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, Johannes. Grüß dich. Ja, ich freue mich auch, Clemens. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich bin gespannt. Denn das Thema liegt mir natürlich sehr am Herzen, das wir gleich besprechen werden. Ja, genau. Also das ist schon auch ein Thema, was mich sehr bewegt und uns verbindet ja auch schon eine gemeinsame Zeit, so einige Jahre, wo wir uns kennengelernt haben. Und das war eben auch zu politisch-gesellschaftlichen Themen. Aber bevor wir da reingehen in Medias Res, wo uns beide so das Herz hinbewegt, zunächst mal zu dir selber auch, Johannes, wenn ich dich kurz vorstellen darf. Jetzt bist du ja ein Kommunikationsprofi, Kommunikationsexperte seit Jahrzehnten, in Deutschland wie auch international. Du warst Geschäftsführer bei Scholz & Friends, hast später mehrere eigene Beratungsfirmen gegründet, Kommunikationsagenturen. Und zugleich warst du immer ein politischer Mensch, ein gesellschaftlicher Akteur, vielleicht auch politischer Akteur. Musst du gleich mal bewerten, dich selber so einordnen. Du hast dich immer vielfältigst engagiert und du hast auch unterschiedlichste Rollen und Organisationen aufgebaut und warst dort in verantwortlicher Position. Vielleicht magst du dazu zunächst mal was sagen, so ein paar Hintergründe zu dir, bevor ich dann auch zur ersten inhaltlichen Einstiegsfrage komme, Johannes. Ja, magst du mal ein bisschen nachschärfen zu dir? Du bist so vielseitig, erzähl mal. Erstmal vielen Dank für die Blumen. Du setzt jetzt die Erwartungshaltung sehr hoch. Das Wichtigste, ich komme aus Bremen und habe da noch eine etwas Solides gemacht, nämlich eine Lehre als Industriekaufmann, bevor ich dann studiert habe in Bonn und bin dann aber sehr frühzeitig in die USA gegangen, habe da internationale Politik studiert, auch in England und mein Schwerpunkt war eigentlich immer Außenpolitik. Bin dann aber über eine Redenschreiberrolle beim Bundesbildungsminister damals, bei Jürgen Rüttgers, dann auch sehr stark in diese politischen Belange reingekommen. Ich war immer schon ein politisch interessierter Mensch. Es hat sich dann aber im Laufe der Jahre gezeigt, dass ich wirklich für mich in meinem Leben, das hört sich ein bisschen pathetisch an, aber einen Schwerpunkt bilden möchte im Bereich bürgerschaftliches Engagement. Ich davon überzeugt bin, dass wir eine im wohlverstandenen Sinne politische Bürgergesellschaft brauchen, auch einfach als Korrektiv gegenüber der Politik und anderen gesellschaftlichen Teilbereichen, um ja, die Politik konstruktiv zu begleiten. Und das war für mich auch ein Grund, zum Beispiel die Atlantische Initiative zu gründen vor 18 Jahren, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die transatlantischen Beziehungen zu stärken, wo wir uns als Organisation einfach als konstruktiven Begleiter einer guten Außenpolitik, einer guten Regierungspolitik verstehen und ja, vielfältige Projekte gefahren haben, wie man sozusagen politische Weiterbildung im außenpolitischen Bereich betreiben kann. Ansonsten, glaube ich, muss ich jetzt nicht über die ganzen Agenturen sprechen oder was ich sonst noch so im Leben gemacht habe. Aber das ist, glaube ich, auch das, was uns beide miteinander verbindet, dieses Interesse an der Bürgergesellschaft und dieses Thema, über das wir ja gleich reden werden, Corporate Political Responsibility, hat ja auch viel mit diesen Schnittstellen an Politik und Wirtschaft zu tun. Aber letztlich gibt es auch Berührungspunkte zur Wissenschaft, zum Journalismus und ich bin in allen Bereichen so ein bisschen zumindest unterwegs gewesen und ich versuche mal einen ganzheitlichen Blick, wie man so schön sagt, auf die Gesellschaft zu nehmen und die Gesellschaft zu verstehen, den öffentlichen Raum zu verstehen, das motiviert mich sehr. Ja, super spannend und damit hast du mir auch schon die Brücke gebaut, eben zu dem Thema, weil diese Vielschichtigkeit hat dich ja wohin gezogen? Zugleich gefragt, gab es einen konkreten Anlass oder Impuls, vielleicht auch irgendeinen Bruch sogar, wie du dich von der Markenpositionierung, also als Kommunikator, ja, Positionierung von Unternehmen, Branding und all das, was du da gemacht hast, dich intensiver und noch mehr eben auch in einem professionellen Kontext, eben nicht nur in der Rolle politisch, gesellschaftlich engagiert zu sein und Initiativen zu gründen, sondern das im Sinne einer Profession auch Unternehmen als gesellschaftlichen Akteur zu verstehen und dich im Sinne von nachhaltigen Wirtschaften dorthin zu wirken letztendlich. Ja, wie kam das? Kannst du ein bisschen so Hintergründe schildern, Johannes? Ja, ich hatte jetzt nicht so ein Erweckungserlebnis, sondern es war mehr ein gradueller Prozess. Also ich bin ja ein sehr politischer Mensch und ich gebe zu, bei dem Schreiben des Buches war mein Ausgangsgedanke nicht,
wie können wir jetzt Unternehmen stärken? Das, sondern die Frage war für mich eher als Citizen, wie können wir unsere demokratischen Gesellschaften resilient machen, wie unsere Freiheit, unsere Demokratie und den Rechtsstaat stärken. Und ich habe ein sehr sensibles Bewusstsein dafür, wie unsere, was die Gefährdung unserer Demokratie und Freiheit betrifft. Man braucht sich ja nur den Krisengürtel anzugucken, der Europa umgibt. Das sind jetzt sicherheitspolitische Bedrohungen, aber es gibt auch demokratische Bedrohungen, wenn in Ungarn und Polen zum Beispiel es Probleme gibt mit der demokratischen Stabilität. Das wirkt sich wiederum auf die Europäische Union aus. Also es ist schon ein sehr politischer Ansatz. Aber gleichzeitig sehe ich eben, wenn ich mir überlege, was können wir jetzt eigentlich tun, um diese Systeme zu stärken, dass Unternehmen dort eben sehr viele Potenziale haben, die bislang noch brach liegen, und dass sie sich mit ihren vielfältigen Ressourcen einbringen können, um Demokratie und Freiheit zu stärken. Und damit stärken sie letztlich sich selber. Das ist natürlich erstmal ein bisschen langfristiger Ansatz. Aber auch bei der Klimadebatte hat man geglaubt, das ist für Unternehmen nicht relevant und das ist irgendwie ganz weit in der Zukunft liegen. Jetzt sehen wir auch mal, welche Dynamik das Ganze annimmt und wie Unternehmen unter Dampf kommen, überhaupt noch den Erwartungshaltungen der Investoren und ihrer Kunden hinterherzulaufen. Also auch wenn man sich das Thema E-Autos anguckt. Ich glaube, in 5 Jahren ist man schon fast asozial, wenn man kein elektronisches Auto fährt. Also da kommt eine Dynamik rein und ich fand es einfach spannend, frühzeitig darüber nachzudenken, dass Unternehmen sich als politische Akteure verstehen sollten, denn sie sind ja bereits politische Akteure und die Frage ist eher, wie nimmt man diese Verantwortung als Unternehmen wahr? Unternehmen beeinflussen ja massiv den Gesetzgebungsprozess und tun dann immer so, als ob sie mit Politik nichts zu tun haben. Da müssen sie sich auch ein bisschen ehrlich machen, eher positiv rangehen und daraus ein Business-Case machen und sagen, okay, wenn wir schon politische Akteure sind, dann gehen wir auch richtig strategisch an das Thema ran. Und ich versuche mit meinem Buch so ein bisschen zu helfen, wie sie das konkret umsetzen können. Ja, ich möchte auch politische Akteur gleich mal vertiefen. Zunächst noch gefragt, Corporate Political Responsibility, wie definierst du das oder wie definierst du dann auch dabei die Verantwortung von Unternehmen und vielleicht auch Grenzen der Verantwortung von Unternehmen? Aber zunächst mal zum Begriff selber, also wie ist sozusagen dein Grundverständnis nochmal? Du hast ja den Begriff geprägt, vielleicht sogar erfunden, ich weiß das gar nicht. Ich kannte ihn vorher so in der Form gar nicht. Ich habe ihn erst durch dich kennengelernt, Johannes. Erzähl doch mal bitte. Er ist mir tatsächlich ungefähr vor 9 Jahren eingefallen. Ich habe dann auch gleich ein Jahr später dazu publiziert, weil ich den ganz gut fand, ehrlich gesagt. Dann habe ich gesagt, da gehst du mal damit raus. Wie es so ist in der Kommunikationsbranche, ist ja auch immer spannend, sozusagen Begriffe zu besetzen, um damit eine Debatte anzuzetteln. Aber der Grundgedanke für mich war zu sagen, das, was wir bis jetzt unter CSR verstehen, Corporate Social Responsibility, eigentlich zu kurz gesprungen. Unter CSR gibt es ja, wird die soziale und ökologische Dimension der Nachhaltigkeit verstanden. Und ich bin der Meinung, dass das soziale und ökologische richtig verstanden eigentlich nur eine Facette des Politischen ist. Und der eigentlich harte, weil strategische Ansatz im Politischen liegt. Und es ist ganz klar, dass dieser Begriff des Politischen, wenn ich mit Leuten darüber rede, häufig zu Irritationen führt, weil viele Menschen denken, ja, Politik, das ist gleich Parteipolitik und damit wollen Unternehmen natürlich nichts zu tun haben. Aber ich habe für mich, und es gibt auch viele andere, bei denen das so ist, wir haben einen breiten Begriff des Politischen. Und es ist für mich geradezu eine Verheißung, den Begriff in die Mitte der Gesellschaft zu holen und zu sagen, wenn man beispielsweise eine Kita gründet, ist das schon ein politischer Vorgang. Immer wenn Gruppen von Menschen zusammenkommen, um etwas gesellschaftlich Relevantes zu machen, ist das ein politischer Vorgang. Und wie gesagt, das entspricht ja einfach der Tatsache, dass wir als Bürger politisch sind und das Politische viel früher anfängt. Und wenn Unternehmen sich als Corporate Citizen verstehen, ist es auch selbstverständlich, meiner Meinung nach, dass sie an der gesellschaftspolitischen Dimension ihrer Marke auch arbeiten müssen. Und was sagst du denen, die dagegen argumentieren, in dem Sinne, dass Unternehmen nur als Zweck die Abbildung haben eben ihres Geschäftsmodells und eine entsprechende effiziente Ablauforganisation bereitzustellen, um dann zu wachsen, wettbewerbsfähig zu sein, maximal Gewinne zu erwirtschaften, dass das halt der Urzweck der Betriebswirtschaftslehre ist und eben nicht politischer Akteur zu sein.
ja, sind das einfach diametrale Gegensätze, die sich nicht verbinden lassen? Oder ist das dieser Dualismus? Oder wie ordnest du das ein, Johannes? Ja, ich glaube, das ist der Dualismus. Und man muss es vielleicht nicht gleich so hart sehen wie Milton Friedman, der ja auch fast ein bisschen ideologisch in die Debatte reingegangen ist und gesagt hat, der Zweck der Unternehmung ist Gewinnmaximierung. Und da kommt man ja ein bisschen von ab. Man sieht ja auch die Debatten in den USA mit diesem Roundtable, wo schon über 200 Unternehmen beigetreten sind, dass man so ein bisschen von dem Shareholder-Value Richtung Stakeholder-Value geht und es eben stärker nach dem Zweck der Marke für die Gesellschaft gefragt wird und dass das mittlerweile auch die Erwartungshaltung von vielen Menschen ist, gerade von den Millennials, von den jungen Leuten. Da gibt es ja Studien mit Edelmann und so weiter, die genau das beschreiben. Und dann ist eher die Ausgangslage für die Unternehmen zu sagen, ja, dann nehmen wir doch diese Erwartungshaltung als Grundlage und gucken auch gleichzeitig, dass der Staat seine Steuerungsfähigkeit eher verliert, unheimlich unter Druck steht und teilweise nur nachvollzieht, was große Tech-Konzerne wie Amazon, Facebook und so weiter vorgeben. Und wie können wir eigentlich das Politische noch wahren? Das ist ja auch die große Herausforderung, vor der wir in Europa stehen. Wie schaffen wir das eigentlich, dass wir noch selbstbestimmte Bürger sind? Alleine dafür das Digitalisierungsthema hätte man, glaube ich, die Europäische Union schaffen müssen, um diese kritische Masse an Nationalstaaten zu haben, die dann auch mal ein Stoppschild zeigen können. Also hier geht es auch darum, beim Thema CPR, dass sich der Staat auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann und Entlastung in bestimmten Bereichen bekommt durch die Ressourcen der Unternehmen und die Unternehmen wiederum sich profilieren können, ihre Marke stärken können, schärfen können, weil sie sich eben auf eine besondere Art und Weise verankern in der Gesellschaft. Aber dafür bedarf es eben einer glaubwürdigen Haltung als Ausgangspunkt, bevor man sich dann darüber Gedanken macht, mit welchen Methoden versuche ich eigentlich diese Haltung dann umzusetzen, zu operationalisieren. Aber das ist eben auch Thema von Corporate Political Responsibility, wenn es Richtung Political Branding geht. Wie mache ich das eigentlich? Aber darüber sprechen wir vielleicht auch noch. Ja, ja. Den Begriff des, oder einen erweiterten Begriff, so muss ich sagen, des Investierens, also du sprichst ja von einem erweiterten Investitionsbegriff von Unternehmen, nämlich um diese politische oder politische Komponente, nämlich in die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen zu investieren. Was heißt das oder welche Richtung kann das gehen? Oder kannst du das mit Beispielen mal konkret machen oder das Spektrum aufzeigen, was das heißt, in gesellschaftspolitische Voraussetzungen zu investieren? Genau, ich argumentiere hier, dass Unternehmen eine gesellschaftspolitische Haltung entwickeln sollten. Und das heißt, dass sie in die Grundlagen, in die gesellschaftlichen und politischen Grundlagen sozusagen ihres Geschäftserfolges investieren. Und der Begriff der Investition ist ja ein Begriff aus der Geschäftswelt. Typischerweise hat er eine enge wirtschaftliche Bedeutung. Und Unternehmen investieren in Personal, in Technologie, Forschung, Entwicklung, Gebäude. Aber üblicherweise investieren sie eben nicht in die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen ihres Erfolges. Und der blinde Fleck ist sozusagen der liberaldemokratische Staat mit einem fairen Justizsystem, ganz wichtig, weil Unternehmen natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass sie Planungssicherheit haben durch Rechtssicherheit. Deswegen investieren Unternehmen ja auch lieber in Deutschland als in der Ukraine, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Und Unternehmen haben Interesse daran, dass sie nicht der Willkür von autokratischen Herrschern unterworfen sind, sondern sie können stabile Erwartungen haben und vorausplanen und haben dadurch einen zuverlässigen Handlungsrahmen. Aber zu wenige Unternehmen erkennen diesen Wert explizit an oder vielleicht beginnen sie gerade erst darüber nachzudenken, weil sie merken, oh, da erodieren doch einige Grundfeste, auf die wir uns immer verlassen konnten, wie zum Beispiel die NATO, wenn es um Sicherheitspolitik geht, oder die soziale Marktwirtschaft, ja, oh, die muss weiterentwickelt werden. Kapitalismus muss vielleicht neu gedacht werden, dass es auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft fördert. Da kommt man in große Debatten rein. Und ich mit diesem Buch grundsätzlich will ich ja nur einen Stein ins Wasser schmeißen und auch mal dazu anregen, neu über diesen Investitionsbegriff nachzudenken. Auch natürlich in der langfristigen Perspektive. Und in der langfristigen Perspektive, glaube ich, dieser Business Case von Corporate Political Responsibility sehr klar. In der Kurzfristperspektive ist es eben eine Möglichkeit für die First Mover, wenn sie das erkennen, sich in besonderer Art und Weise zu profilieren und sich der Erwartungshaltung ihrer Kunden auch anzunehmen.
Aber ohne Investitionen gefährden Unternehmen ihre Langlebigkeit, würde ich mal argumentieren. Und diese Einsicht gilt es zu erweitern mit dem Konzept der politischen Investitionen. Ja, ich finde, diesen Blick zu erweitern, was du sagst, ne, und diesen Investitionsbegriff neu zu denken, total wichtig. Also darum hat auch dieser Punkt mich total angesprochen, emotional wie kognitiv, weil du hast auch von blinden Flecken gesprochen, ne? Weil die Betriebswirtschaftslehre, wie wir sie kennengelernt haben, hat eben mal per se etwas gesetzt, was wir als Glaubenssystem übernommen haben, was als Rahmen für uns gegeben war und was wir als natürlich angesehen haben über Jahrzehnte hinweg und ja fast willkürlich gesetzt einfach mal, ne, wie man das so runterdekliniert hat, wie halt Investitionen und die Investitionsbereiche nun mal abgesteckt wurden. So, und das eben auch neu zu denken, warum eigentlich nicht und brauchen wir nicht in dem heutigen Kontext, im heutigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Kontext ein neues Framework, je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen möchte, was dann eben die Defekte, die sich aufgekommen ist, besser optimiert, ne, dass wir auf eine neue Systemebene letztendlich kommen. Also finde ich eine unheimliche Bereicherung, mal als Impuls, wie du sagst, diesen Stein hineinzuwerfen und mal schauen, wie man darauf reagiert. Johannes, total. Es sehe ich wirklich als Lernprozess. Ne? Ich habe ja auch viele neue Begrifflichkeiten eingeführt und so weiter und ich erwarte auch von niemandem, dass er sich da vollständig drauf einlässt. Es ist aber eben so ein Beitrag, wie man konzeptionell an die Dinge herangehen kann. Und natürlich kann man sagen, der Boden, der bildet sich ein, dass CPR jetzt der neue Dachbegriff sein könnte. Also CPR muss man jetzt auch gar nicht unbedingt nennen. Mir geht es vor allen Dingen um diese politische Dimension. Mhm. Ich könnte natürlich sagen, CPR ist das neue Dach und dann gibt es eine soziale, ökologische Dimension oder Nachhaltigkeit darunter und dann gibt es diese sozusagen CPR Essentials, wo es um die Stärkung der demokratischen Institutionen, öffentliche Debattenstärkung und so weiter geht. Aber es kann auch einfach Corporate Responsibility bleiben und dann hat man eben das sozial-ökologische und dieses politische oder, also da gibt es ja verschiedene Varianten. Ja. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das Soziale und Ökologische wirklich eine Dimension des Politischen letztlich ist. Das Politische ist auch ein strategisches Thema und ich kann mir vorstellen, dass da einfach viel mehr Potenzial liegt, die Gesellschaften zu verändern. Mhm. Weil es eben auch jeden Bürger und jede Unternehmung ganz anders in die Verantwortung nimmt und wegkommt von diesem, ich delegiere jetzt das Politische an den Staat oder an Parteien. Und das nimmt uns alle in die Verantwortung. Und daran sehe ich wirklich einen Changemaker eigentlich. Total, total. Ich denke jetzt zugleich gerade auch darüber nach, also was spricht mich an, ne, und was spricht andere vielleicht nicht an und provoziert eher. Und gerade ihr als Kommunikatoren, so nenne ich das mal, seid ihr vielleicht nicht frei, auch von der Projektion, auch von Negativen, was jetzt Marketing oder auch Branding angeht. Und du hast das Thema Political Branding ja auch angesprochen und da kritisch auch gefragt, ist Political Branding oder kann es nicht auch nur eine neue Art des Societal Washings sein im Sinne von politischer Markenbildung und Markenführung? Also, dass die Unternehmen sich eigentlich besser darstellen, als sie sind? Also, das kann ja schnell ein Vorwurf sein, Johannes. Ne? Jetzt, okay, jetzt kommt das nächste nach der Grünphase, ja, kommt jetzt hier irgendwie das Gesellschaftliche oder Politische jetzt als neues Kleid. Ja, Johannes, was sagst du da jetzt als Antwort drauf? Genau. Da ist meine Antwort, dass man es mit dieser Haltung sehr ernst nehmen muss als Unternehmen. Also ich würde auch immer, wenn ich eine Unternehmung berate, darauf pochen, dass man wirklich eine gesellschaftspolitische Haltung einnehmen möchte. Denn wenn das nicht der Fall ist, macht es auch keinen Sinn, sich über eine strategische Neuausrichtung Gedanken zu machen. Ich habe da so einen Stärkenfilter-Workshop, mit dem ich dann einsteige und die Stärken der Unternehmung sammel und auch schon gucke, was gibt es eigentlich an gesellschaftspolitischen Elementen, die da wie lose Enden liegen, aber gebündelt werden müssen. Also ich würde nicht raten, in die Operationalisierung zu gehen, wenn die Haltung nicht stimmt. Und das Political Branding ist eben die Umsetzung, die Operationalisierung dieser Haltung. Mhm. Und das Interessante ist ja, wenn man diese Marke erstmal entwickelt hat für sich. Was ist eigentlich meine gesellschaftspolitische Dimension der Marke? Und ich würde behaupten, jede
Marke hat eine gesellschaftliche Dimension, die einfach wichtiger wird in Zukunft. Da muss ich mir überlegen, in welchen Handlungsfeldern, mit welchen Maßnahmen kann ich diese Haltung umsetzen. Und da habe ich eben bestimmte Tools, die ich anwende, und dann wird es sehr konkret. Und wenn ich es schaffe, als Unternehmen mich dauerhaft zu positionieren mit stimmigen Maßnahmen im Bereich dieser gesellschaftspolitischen Markendimension, dann erwerbe ich mir dort einen Ruf und kann mich profilieren und kann mich als einen verantwortlichen gesellschaftlichen Akteur oder Corporate Citizen darstellen. Und das wird Vorteile haben. Aber das ist natürlich auch ein Weg. Ne? Da muss man von der Haltung dahin kommen, für sich einen strategischen Ansatz zu definieren, um dann in bestimmten Handlungsfeldern, ich definiere 4 Handlungsfelder, dann in die Umsetzung zu kommen. Und diese Umsetzung kann ich jetzt nicht pauschal dir erklären, sondern das wird ja eben zugeschnitten sein auf die jeweilige Unternehmung. Ja. Was in dem Fall eigentlich alle Unternehmen machen können, ist zum Beispiel das Thema politische Weiterbildung. Ich glaube, das wird unheimlich an Zulauf gewinnen in den nächsten Jahren. Ich glaube, da ist der Schlummer sozusagen ein richtiger Weiterbildungsmarkt. Wenn dich das interessiert, kann ich kurz ein Beispiel nennen. Gerne. Und zwar hatte ich mal ein sehr interessantes Gespräch mit Frau Borowski von Nomos, Glashütte. Und Nomos produziert seine Uhren im Erzgebirge. Und bei der letzten Bundestagswahl im Jahre 2018 hatte die AfD dort fast 50%. Daraufhin bekam Nomos von vielen Kunden bis hin in die USA Briefe, werden unsere Uhren von Nazis hergestellt. Und das trifft so eine Unternehmung, die eine tolle Haltung hat, natürlich sehr. Und da hat man sich gefragt, wie gehen wir eigentlich damit um? Und dann war das Ergebnis zu sagen, wir arbeiten mit Demokratieentwicklern zusammen oder mit einer NGO, die glaubwürdig diskutiert mit unseren Mitarbeitern und im Grunde genommen so eine Art politische Weiterbildung betreibt. Oder ein anderes Beispiel, auch Sachsen, Pegida, du erinnerst dich an die Pegida-Demonstration. Das hat ja dem Standort massiv geschadet. Und die TU Dresden, die eigentlich einen hervorragenden Ruf hat, hatte bis vor kurzem, meine ich, noch Rekrutierungsprobleme, gute Studenten aus dem Ausland zu rekrutieren, weil eben viele Studenten sozusagen Sachsen als Standort mit Ausländerfeindlichkeit in Verbindung gebracht haben. Und da ist meine Frage, wenn Unternehmen jetzt politischer denken würden, hätten sie auch, als diese Sache aufkam oder vielleicht frühzeitiger, noch präventiver, ihre Tore öffnen können, sozusagen für gesellschaftliche Diskussion oder zumindest mit der Belegschaft, um zu gucken, wie können wir so diskutieren, dass wir zum Ergebnis kommen oder vielleicht konsensual oder einfach sich mit dem Thema beschäftigen, bevor der Deckel vom Kochtopf fliegt. Ja. Ja. Und jetzt habe ich noch ein Beispiel, das mir gerade kommt. Ja, gerne. Und zwar hat vor der letzten Europawahl, gab es eine Allianz, die hieß We for Europe, also mit 4 geschrieben, wo führende DAX-Unternehmen versammelt waren, inklusive Deutsche Telekom und Siemens. Und die CEOs sich darauf verpflichtet haben, regelmäßig mit ihrer Belegschaft zu sprechen über die Bedeutung von Europa für das eigene Geschäft. Oh, wow. Und das ist ein politischer Vorgang. Also das ist ja absolut CPR. Und da gab es auch noch von vielen anderen Verbänden und Unternehmen Aufrufe, an der Europawahl teilzunehmen. Also auch das wäre CPR. Okay. Danke fürs Teilen der Beispiele. Und damit hast du auch schon Teile meiner Frage, die ich so auch so im Kopf hatte, beantwortet. Dennoch nochmal nachgefragt oder den Ball nochmal dir auch zugespielt, weil du hast CEO und Belegschaft, die beiden Stichwörter hattest du gerade geliefert mit den Beispielen. Das Thema CPR ist eben damit nicht nur Thema des CEOs, des Vorstands, der Kommunikationschefin, des Kommunikationschefs, sondern es betrifft eben Führungskräfte wie Mitarbeiter auf allen Ebenen und idealerweise transportiert man es dann auch so und führt diesen Diskurs und nimmt halt möglichst große Teile der Organisation in der Haltung und auch im Engagement mit. Richtig, Johannes? Oder ja? Absolut. Also da ist CPR auch ähnlich zu betrachten wie CSR. Alle Unternehmen haben ja, größere Unternehmen haben ja ihre CSR-Abteilungen, die alle das Ziel haben, letztlich von diesem Silo wegzukommen oder als nicht länger Stabsstelle zu sein für die Unternehmensführung, sondern sozusagen, dass der Silo in die Waagerechte gelegt wird. Das nennt man auch Mainstreaming, dass alle Abteilungen einer Unternehmung letztlich diese CSR als Haltung verinnerlichen und nur noch von der Stabsstelle, die dann wahrscheinlich etwas schlanker ist, angehalten wird, das weiter umzusetzen. Und dann gibt es Coaching dazu und so weiter. Und bei CPR wäre es ganz ähnlich, dass man versucht, diese gesellschaftspolitische Haltung
in der Breite in der Unternehmung zu verankern. Und dafür bietet es sich zum Beispiel ganz konkret an, ich nenne das CEO-Planungsstäbe zu entwickeln, oder man könnte auch von kleinen so Mini-Thinktanks sprechen, die der Führungsebene zugeordnet sind. Dann kann man auch nochmal ganz neu über Organigramme durch nachdenken, ob man die Kommunikationsabteilung mit CPR, CSR und der strategischen Planungsarbeits zusammenlegt und zusammendenkt, wenn das politische tatsächlich dann strategisch ist. Also das wird dann auch Auswirkungen haben auf Organigramme in Unternehmen, wenn man das Thema CPR ernst nimmt. Jetzt hast du ja auch die Diskussion mit dem Joe Kaeser vor anderthalb Jahren, wo er ja politisch Stellung bezogen hat. Da war er als prominenter CEO ja sehr eben in den, nochmal besonders in den Medien präsent. An welchen Veranstaltungen nimmt Joe Kaeser teil oder eben auch nicht? Und er hat ja auch bei LinkedIn in den sozialen Medien so selber die Frage gestellt, wie politisch darf, soll, kann ein CEO sein. Siehst du da auch Grenzen oder sagst du erstmal springen und erstmal den Weg gehen, bevor man schon wieder über Grenzen und Rückzug spricht, weil der Raum, sich politisch einzubringen, auch öffentlich Position zu beziehen, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Mache ich etwas für mich im Stillen oder gehe ich tatsächlich auch raus und mache bestimmte Investitionen in bestimmten Ländern nicht, mache bestimmte Deals nicht und so weiter und so weiter. Also wie, was sind vielleicht deine Gedanken dazu, auch welche Leitplanken hast du möglicherweise auch in deinem Buch dazu Thesen formuliert? Also dieses ganze Feld des CEO-Activism, wie die Amerikaner das nennen, ist irre spannend, weil die CEOs natürlich die Möglichkeit haben, über ihre Persönlichkeit und ihre kommunikative Reichweite die Marke ihrer Unternehmung zu stärken. Und wenn sie bereit sind, sich politischer einzubringen, haben sie natürlich ein tolles Betätigungsfeld. Interessanterweise, nach ersten Studien sieht es so aus, dass die Mitarbeiter das sehr positiv sehen sogar. Und das Interessante ist gleichzeitig auch, dass das eine Rückkopplung hat. Also ich bin stolz auf meinen CEO und ich führe sozusagen, wie das in der Politik auch oft der Fall ist, über die Außenkommunikation intern. Ja, also viele Politiker kommunizieren ja über die Medien miteinander und nähern sich in ihren Positionen an oder gehen weiter auseinander. Das sind viele, die sich mit Politik nicht so auskennen, denken ja immer, die hängen dann zusammen und dann hacken die irgendwas aus und Verschwörungstheorien im negativsten Fall. Nein, vielfach funktioniert das wirklich über die Medien. Das ist verrückt. Also ist das eine Möglichkeit der Profilbildung für Unternehmen? Und jetzt hatte ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Ich wollte auch noch was anderes dazu. Naja, die Diskussion vom Joe Kaeser, ne? Also wie erlebst du das? Und also genau. Ist dein Appell eher, komm, habt Mut, geht raus, auch wenn es, ich meine, man kann ja auch Sturm ernten, ne? Also der ein oder andere Shitstorm kann ja auch kommen bis hin zu persönlichen Angriffen, wenn man sich noch stärker öffentlich macht und politisch Stellung bezieht, als nur im Stillen zu wirken. Ne? Ganz genau. Der Kaeser ist deswegen so spannend, weil er den Mut hatte, sich praktisch als erster deutscher Unternehmensführer bei diesen politischen Themen herauszuwagen. Und da bin ich ganz bei dir, wenn du sagst, sowas muss ich irgendwie einspielen oder zurecht schütteln. Da kriegt er natürlich als First Mover sozusagen den Shitstorm ab. Aber er hat das Unternehmen auch glaubwürdig positioniert. Ja. Ich fand zum Beispiel, dass er ziemlich glaubwürdig war mit diesem LinkedIn-Beitrag, auf den du eben angesprochen hast. Denn er hat ja in dem LinkedIn-Beitrag gesagt, warum er bei der Technologiekonferenz nach dem Khashoggi-Mord erst nicht aufgetaucht ist. Dort ist er nicht hingegangen, um deutlich zu machen, also Menschenrechte sind uns als Firma wichtig. Andererseits hat er eine Verantwortung für das Unternehmen und Gewinnerwartung und hat dann argumentiert, warum er zwei Wochen später zu einer anderen Konferenz nach Saudi-Arabien gefahren ist. Und er hat sozusagen sein Dilemma beschrieben, mit dem er sich befunden hat. Und ich finde das glaubwürdig. Ich finde das stark. Ich weiß, dass da Medien auch sehr negativ darauf reagiert haben. Ich verstehe die negative Kritik dann, wenn Unternehmensführer sich zu sehr mit dem Alltagsgeschäft beschäftigen. Deshalb würde ich sagen, ihr seid sehr dezidiert, wenn es sozusagen um unsere Form des Lebens geht, unsere Wirtschaftspolitik oder unser Gesellschaftssystem, verteidigt das, unsere Demokratie, unsere Freiheit. Aber hört jetzt auf, über irgendwelche Boote im Mittelmeer zu sprechen oder zu kleinteilig zu werden. Das halte ich für einen Fehler. Aber ich glaube, das wird auch nicht passieren, letztlich, weil
man dann auch viele Mitarbeiter verliert, die sich damit nicht mehr identifizieren können. Und parteipolitisch würde ich mich schon mal gar nicht äußern als Unternehmen. Da müsste schon wirklich unsere Demokratie massiv bedroht sein. Also wenn ein CEO jetzt bei Trump klarer Stellung bezieht Richtung Demokraten, das könnte ich schon fast verstehen, weil ich eben Trump nicht für einen Demokraten halte am Ende des Tages, sondern für eine echte Gefährdung der Demokratie. Ja. Aber das verlangt ja natürlich auch viel Mut, sowas als CEO zu sagen. Absolut, ja. Hast du denn sonst, du hast jetzt so verschiedenste Facetten ja angesprochen, von zentralen Thesen des Buches und teilweise auch Forderungen. Gibt es noch ergänzende Punkte, die du mir, uns noch zentral mitgeben möchtest, die so quasi mit Bausteine auch bei dir aus dem Buch letztendlich heraus sind im Sinne von Corporate Political Responsibility? Ja, es ließ natürlich sehr, sehr viel sagen. Vielleicht ist noch ganz spannend für dich oder für deine Zuhörer zu sehr nochmal auf die vier Handlungsfelder einzugehen. Ja. Also ich habe vier Handlungsfelder definiert, in denen sich diese Haltung CPR manifestieren kann. Und das ist einmal das Responsible Lobbying. Denn fast jedes Unternehmen betreibt ja Lobbying. Und die Frage ist dann, wie macht man es? Und dann würden wir natürlich sagen, oder würde ich sagen, man sollte das möglichst transparent, klar und konsequent artikulieren. Dann gibt es eben einen zweiten Bereich, den nenne ich Positionierung über Themen und Dialoge. Das hatte ich so ein bisschen vorhin angesprochen mit dem Thema Pegida und Nomos, wo man vielleicht mit Hilfe von kleinen Thinktanks und CEO-Planungsstäben den CEOs zuarbeitet und sich auch ganz andersartig in die Debatte einschaltet. Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn Unternehmen Debatten wählen, die zu ihrer Ausrichtung passen. Also beispielsweise könnte die Deutsche Post sich dann, DHL, könnte sich mit Logistikthemen, politischen Logistikthemen dann stärker beschäftigen. Mhm. Und das dritte wären dann Projekte der politischen Partizipation. Da kann man zum Beispiel an Community Organizing denken. Das ist ja so eine Bewegung, die aus der USA mittlerweile auch nach Deutschland kommt. Da hat der Obama seine ersten politischen Fußabdrücke sozusagen hinterlassen, wo Unternehmen also vor Ort mehr machen, als jetzt Fußballvereinen Trikots zu sponsern, sondern vielleicht auch eine Plattform bieten und unterstützen mit ihrem Know-how, Ressourcen, dass Bürger zusammenfinden und neuartige Wege finden, die Gesellschaft, die regionale oder lokale Gesellschaft zu stärken. Und dann geht es im vierten Bereich, im vierten Handlungsfeld um öffentliche Güter, um die Bereitstellung öffentlicher Güter. Da sprechen wir jetzt von Betriebskindergärten zum Beispiel, Bibliotheken, Sportstätten. Also da können Unternehmen auch richtig wirken in Richtung Gemeingüter, Kollektivgüter. Mhm. Und ansonsten ist mir noch wichtig, vielleicht abschließend zu sagen, dass es ganz wichtig ist, dass Unternehmen den Primat des Politischen nicht untergraben, sondern sozusagen eher im Bürgerethos und das Ethos der Unternehmung stärken sollen. Mhm. Denn es geht hier in keiner Weise bei CPR darum, den Staat zu schwächen, sondern ganz im Gegenteil. Der Staat soll ja in seinen zentralen Aufgabenfeldern handlungsstark sein, weil eben Unternehmen erkannt haben für sich, dass ohne einen starken Staat, ohne einen starken Stand, der Staat ihre Geschäftstätigkeiten gefährdet sind. Ja. Ja. Und damit sind sie sozusagen in einem Boot mit anderen Teilbereichen der Gesellschaft. Und im Grunde könnte das Buch auch heißen Scientific Political Responsibility oder Individual Scientific Responsibility, weil natürlich auch Leute aus dem Wissenschaftsbereich oder Individuen sich fragen können, was ist eigentlich meine gesellschaftspolitische Markendimension. Wie kann ich, wenn ich mir konsequent darüber oder systematisch darüber Gedanken mache, wie kann ich mich eigentlich in der Gesellschaft oder als Institution auch besser einbringen? Das gilt also für NGOs, für Stiftungen und so weiter. Die alle sollten eigentlich schärfen, wie ihre gesellschaftspolitische Markendimension ist, um sich dann noch besser zu vernetzen, sprechfähig zu werden. Denn jetzt habe ich noch was ganz zum Schluss. Ich komme jetzt ins Plaudern, Clemens. Ja, gerne, bitte. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, sozusagen eine Gesellschaft, da muss man jetzt nicht Niklas Luhmann gelesen haben, aber es besteht eben aus gesellschaftlichen Teilbereichen. Wirtschaft, Medien, Kultur, Wissenschaft, organisierte Bürgergesellschaft. Und all diese Teilbereiche haben ja eine eigene Handlungs- und Sprachlogik. Ja. Und alle können für sich behaupten, in diesem selbstreferenziellen System rational zu handeln. Und meine Befürchtung ist, wenn wir es nicht schaffen, die Sprechfähigkeit zwischen diesen Teilbereichen zu stärken, Andockfähigkeiten herzustellen,
dann geht die Gesellschaft als Ganzes irgendwann Bach runter. Oder vielleicht sind wir auch schon dabei. Ich will jetzt nicht apokalyptisch werden, weil ich insgesamt ein positiver, optimistischer Mensch bin. Aber wir müssen schon ein bisschen arbeiten an den Methoden, wie wir zusammenarbeiten in Zukunft, um wirksam zu sein. Total spannend, Johannes. Und eine Frage, also ein, zwei habe ich noch, wenn ich darf, Johannes, zum Nachlegen. Und zwar, wenn du das so ansprichst, wo stehen wir denn, oder jetzt speziell mal auf die Unternehmen, jetzt die als Protagonisten, die wir jetzt ja hier hauptsächlich auch thematisiert haben, vom Reifegrad in Deutschland oder auch international im Sinne von Political Responsibility. Vielleicht magst du international Unterschiede geben. Stehen wir da ganz am Anfang? Ja, was soll man allgemein sagen? Aber nichtsdestotrotz, auf dieser Reise, Veränderungsreise, kannst du da uns verorten oder wie ist da dein Blick drauf? Ich glaube, dass wir am Anfang stehen, aber dass sich viele Trends so zeigen, dass die Sache auch sehr, sehr schnell Fahrt aufnehmen kann. Und sie nimmt auch schon etwas Fahrt auf. Also ich war sehr überrascht, als ich die Möglichkeit bekam, bei zwei großen CSR-Konferenzen mein CPR-Thema vorzustellen, dass ich eigentlich wirklich sehr, sehr positive Reaktionen darauf bekommen habe. Das Politische irritiert immer ein bisschen und vielleicht ist man auch nicht so froh darüber, dass da jemand noch ein neues Label einführt. Aber da sehe ich auf jeden Fall Bewegung in dieser etablierten CSR-Community. Aber ich merke es auch in Gesprächen mit Unternehmen, die zunehmend offen waren. Als ich vor 9 Jahren das erste Mal dazu publiziert habe oder das Thema besprochen habe, auch mit Unternehmen, habe ich ziemlich viel Achselzucken, ehrlich gesagt, erfahren. Aber ich glaube, durch das Buch, auch die ersten Reaktionen, bin ich wirklich ermutigt und hoffe, dass das Thema ein bisschen an Breite gewinnt und dass Unternehmen auch sehen, das Politische kann ein Business Case sein. Ja, Stichwort hoffen. Ein Wunsch zum Abschluss von dir, kurz-, mittel-, langfristig. Hast du da einen Wunsch oder was siehst du da auch möglich? Du bist grundsätzlich positiv ja nach vorne. Bist du Idealist, dass du sagst, die Welt sieht dann ja zu dem Zeitpunkt so und so aus? Oder sag doch mal bitte, wie hoffst du dann auch? Sicher ein Idealist, aber hoffentlich ein realistischer Idealist. Und ich glaube, dass immer mehr Unternehmen, auch andere gesellschaftliche Akteure, die methodischen Möglichkeiten zur systematischen politischen Positionierung mit konkreten Beiträgen nutzen. Und das hebt große gesellschaftliche Potenziale. Und das motiviert mich sehr. Also, dass man praktisch im Sinne, du kennst diesen Begriff Change Management in der Betriebswirtschaft. Ich spreche gerne von Public Change Management. Das wird eine riesen Herausforderung, auch für Leute, für dich, die unterschiedliche gesellschaftliche Akteure moderieren müssen in Zukunft. Da gibt es ganz eingängige Dinge, wie zum Beispiel in der Stadtgesellschaft den Einzelhandel zu stärken. Da müssen auch alle Leute an einen Tisch kommen. Also wie schaffe ich es, interdisziplinäre Gruppen so zusammenzuschalten, dass für das Ganze etwas Gutes dabei rauskommt. Und ich glaube, dieses Public Change Management, das mal auch weiter zu durchdenken und wie können diese gesellschaftlichen Akteure wirksam zusammenarbeiten, um diese unglaublichen Potenziale zu heben. Wenn man eine gemeinsame Richtung entwickelt, die natürlich sehr politisch ist, nicht parteipolitisch, aber sehr politisch ist, dann glaube ich, machen wir unsere Gesellschaft dort wirklich an der Stelle stärker, viel resilienter und dann schafft man es auch vielleicht irgendwelche politischen Vorturner wie Trump 4 Jahre mal zu überleben. Ich danke dir wirklich sehr, Johannes. Großartig. Und wünsche dir, dass dein Buch und du, ja, dass er möglichst viele und große Wellen schlägt. Ganz herzlichen Dank, Johannes, in deine Richtung. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, das hier mal vorzustellen. Dankeschön. Alles Liebe, Johannes. Tschüss. Ja, auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss.